Boom. Okay, das ist jetzt also dieses Verlies oder so Wort. So, mal gucken, kommen wir da durch oder? Schaut nicht so gut aus. Naja, wobei. Wenn wir Glück haben, treffen wir da unten ja auch direkt wieder auf so einen Tunnel. Wenn wir Glück haben. Ich meine, es ist bei mir ja sowieso immer so eine Sache. Komm, lass mal das Wasser jetzt da reinfließen, da freut sich's dann. Es freut sich dann, dass er sich freuen darf. Ja, komm. Hau den Stein da weg. So, und dann hauen wir das hier noch weg. Dann fließt das ganze Wasser da so rein. Na toll, und da ist dann natürlich Erz. Das ist ja auch mal wieder ganz toll. Jetzt nehmen wir ein Großteil des Wassers wieder mit. Ach ja, Mensch, wir sind ja freundlich. Naja, mal, solange es uns nicht irgendwie stört. Vielleicht rettet uns noch mal das Leben. Das wissen wir ja alles nicht. Boah, geht das langsam, ey. Ach, da unten kommen wir jetzt anscheinend hier wieder zum Dirt. Das gefällt mir ganz gut. Und da brennt es schon wieder. Wie es unter Tage hier brennt, ne? Einfach nach unten buddeln, egal was kommt. Einfach nach unten. Sofern es denn geht. Ja, ey, komm, sag ich schon, geht's nach unten. Das ist doch. Sind das Karotten? Tatsache, es war eine Karotte. So, das Wichtigste haben wir jetzt abgegrabbelt. Dann nehmen wir jetzt nochmal schnell das Gold mit. Und das Silber. Die Fische töten wir natürlich zuerst. Das Wichtigste zuerst. Na. Das ist der Fisch der Unsterblichkeit. Ja, jetzt nicht mehr. So, komm, dann nehmen wir uns. Komm, was? Wir nehmen uns hier zuerst mal die Laternen mit. So. Kann man irgendwo schon an die Wand hängen. Das Wichtigste zuerst. Dann nehmen wir uns hier das Gold mal mit. Können wir uns die Spitzhacke mal reparieren. Das kann man noch irgendwie auch mit Erz. Dann nehmen wir uns auch noch das Gold da hinten mit. Hui. Und das Silber da unten natürlich. Ist auch ganz wichtig. So ziemlich das Wichtigste, was wir hier haben. Ja. Na komm, Schneela. 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 Okay, also ich denke, die Spitzhacke braucht echt mal ein bisschen hier eine Generalüberholung. Ja, komm, reparier mal sie. Wie ging denn das? Wovon haben wir viel? Irone. Also so nicht. Braucht man da vielleicht Gold? Tatsache, so. Spitzhacke heil, jetzt kommen wir hoffentlich da besser durch. Okay, dann nehmen wir uns erstmal da das Silber irgendwie. Ja, kommen wir da auch an dieses hässliche, unnötige blaue Zeug ran, was so wertlos ist. Ganz ehrlich, das braucht doch keiner. So, und wir kommen da nicht hoch. Gut, dann machen wir es auf. Dann machen wir es auf die. Alter. Alter. Jeremo. So, machen wir es auf die altmodische und buddeln uns da von oben an dieses wertlose blaue Zeug ran, wovor wir eh keinen Bedarf haben. Ne, jetzt mal im Ernst. Diamanten, Diamanten. Wir haben Diamanten und davon nicht zu wenig. La 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 la. Diamanten, Diamanten im Alpha-Sektor, obwohl wir im Beta-Sektor sein müssten. Alter. Naja, gut, da habe ich aber auch irgendwie recht. Wir sollten eigentlich nicht im Alpha-Sektor sein, aber wir kommen halt nicht zum Beta-Sektor, weil wir jetzt zu wenig Treibstoff haben. Ist halt einfach so ein bisschen. Ja, so ein bisschen Dinge halt. Dinge halt. Das sage ich irgendwie gerne, so Sachen wie Dinge halt oder. Keine Ahnung. Ich mag das irgendwie. Ich weiß nicht warum. Ich sag gerne sinnlose Dinge. So, nach oben. Hier rein. Dort entlang. Und dann gucken wir mal, ob wir sonst noch wertloses Blaues. Ach, hier unten ist jetzt kalt. Nein! Ich will da hoch. Lass mich da hoch. Na toll, dann müssen wir uns hier jetzt irgendwie da wieder reingraben. Ist das Silber? Ist das kalt hier. Alter. Alter, Campfire. Campy, Campfire, Camp. Wir sind jetzt eh tot. Mit heute war ich jetzt ja richtig schnell. Naja.
Ein Saatkornfeld aufs Lande, ein Blitz schlug ein, heraus kam eine Pflanze. Das war mein tolles Lied. Ja, jetzt haben wir halt wieder. Oh, Alter, 200 Pixel. Aber immerhin ist hier unsere Ernte fast reif. Hahaha. Ich bin zu schnell für euch. So, dann koch mal jetzt hier auch gleich mal eine Runde. Ich schwinge ja ganz gerne den Kochlöffel, muss ich sagen. Und auch ganz andere Dinge. Von denen ich hier aber schweigen möchte. Weiterschmelzen. Ach, hier wird noch. Ach nee, es ist der Ofen. So, was braucht man denn nicht? Ich denke, wir schauen einfach mal. Ich meine, wir haben sowieso über eine gerade Anzahl an Erzen gesammelt. Gucken wir einfach mal. Naja, komm, Eisen. Hau mal ein Ei. Pixel haben wir gerade nötig. Ja. Ironore. So, hier ist Sil. Ach, Moment, das war. Wo haben wir das jetzt hergekriegt? Tja, ich bin einfach begabt. Ich kann sowas. Guck in unser Glas. Das schmilzt sich auch fröhlich vor sich hin. Schneider! Wäre irgendwie cool, wenn man sich den Ofen so ein bisschen upgraden könnte. Dass man sich da irgendwie so einen Industrialofen bauen könnte. Das wäre lustig. Und mit der dann irgendwie kaum so zwei Stack auf einmal schmelzen könnte. Das wäre mal was. Guck in unser Glas. Ist bald fertig. Unser Eisen wird zu schönen Pixeln verarbeitet. Das Gold ist fertig. Dann eine Schneebälle schmelzen, das scheint mir jetzt nicht für so sinnvoll. Hat mir nicht noch irgendwas dabei? Ich bild mein, wir hatten noch Erz. Hier, Diamant. Alter, ernsthaft? Voll wenig. Ach da. Komm, dann hau mal das übrige Diamantenerzgescheiße hier mit rein. Ist zum Glück ein Huni wert. So. Ach toll, jetzt haben wir 4 Diamanten. Super, aus 10 Erz hier jetzt, Mann. Das. Mann, was braucht man denn auch 4 Erz für so einen scheiß Diamanten? Ey, das gibt's doch nicht. Naja, gut, schmeiß mir mal eine Karotte mit rein. Banänchen. Bone Boo. So, dieses Coral-Zeug da, Coral Creep. So, was haben wir sonst noch dabei? Das Fleisch, das fressen wir. Grapes. Das da brauchen wir erstmal nicht. So, aber ich will hier jetzt gar nicht so alles reinschmeißen. Das Holz nehmen wir hier aber noch mit rein. Platinum gehört ja hier unten. So. Okay, dann haben wir das. So, dann gehen wir nochmal runter und pflanzen Karotten und ernten die Felder und sonst was, was da noch so ansteht. Feldarbeit muss ja schließlich auch erledigt werden. Ach genau, hier lagern wir ja mittlerweile. Wir müssen sowieso erstmal unseren Reiseproviant hier aufstocken. Bop, 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 bop. Okay, wir haben Weizen, wir haben Weizenseeds. So, dann haben wir hier Sugar Seed, also Zucker. Haben wir hier nochmal Coral Creep. Gucken. Bone Boo Seed. Und wo sind die Karottensamen? So. Ich habe das Gefühl, oder wächst das Zeug hier wirklich nicht? Was hat man hier? Nee, nee, es ist schon das hier. Passt auf von der Farbe her irgendwie. Ach, das war Grapes, ne? Oh, das waren die Grapes. Dann pflanzen wir hier noch ein bisschen Zucker. Ist ja schließlich gesund, vor allem für die Zähne, und das in großen Mengen erst recht. Ich glaube, wir müssen hier langsam unser Weideland erweitern. Aber ich denke, das Weizen, das kriegen wir da nicht mehr so ganz drauf. Im Hintergrund klimpert es hier wieder ein bisschen rum. So, mal gucken, dann bauen wir das hier noch. Oder reicht der Platz eventuell? Unwahrscheinlich. Naja gut, haben wir noch ein paar Seeds auf Reserve. Falls wir irgendeine Missernte haben, dann lagern wir hier noch ein paar. Schaden tut's nix. Haben wir eigentlich die Karotten jetzt mit ausgesät? Das hier sind sie, ne? Gut, dann haben wir auch Karotten ausgesät. Dann mal gucken. Hier, das Notweizen kommt mal mit nach da oben.
stocken wir hier erstmal unseren Proviant noch mit auf. Okay, kochen wir uns hier noch ein bisschen Brötchen. So, das kommt jetzt alles mit nach oben. Und dann gucken wir einfach mal, dass wir hier halbwegs noch Proviant haben. So. Raus aus Main im Haus. Okay, dann gucken wir mal. Da kommt das Weizen, das kommt mit nach unten. Und dann kommt hier noch Brötchen. Weinträubchen. Bonbon, Pflanzenfasern. So, war es das ernsthaft? Zucker, ja, Zucker, das brauchen wir ja gerade nicht. Also das brauchen wir zumindest hier oben nicht. Den Zucker, den lagern wir am besten in unserer Hütte. Dass wir hier nur das Nötigste mit dabei haben. Ich denke, das sollten wir vielleicht wirklich mal machen, angesichts dessen, was ich für einen Scheiß mit mir rumschlepp. Okay. Sollten wir vielleicht unten irgendwie noch einen Lagerraum bauen oder sowas. So, was ich jetzt hier auch immer will. So, machen wir noch ein Brötchen. So, Weizen und Zucker lagern wir mal ein. Das brauchen wir ja nicht. Zumindest jetzt nicht oben. Kann man dann ja auch oben irgendwas, also halt hier unten irgendwas draus bauen. Auch Apfelkuchen, das legen wir auch nochmal mit rein. Brötchen. Legen wir das am besten hierher. Dann nehmen wir das wieder mit. Das hier auch. Gucken hier so ein bisschen Umlagerungstechnik hier. So, hier hinten, ja, da ist halt so unser Schiffsladeraum. Also wir haben da viel zu viel, das ist echt abartig. Okay, dann würde ich sagen, bauen wir da unten vielleicht doch nochmal. Bräuchten wir... Ach, jetzt habe ich das Holz natürlich oben gelassen, super. Das Holz müssen wir ja von anderen Planeten dann... Teleportation! Mensch, ey, ich habe hier gerade auch nichts wirklich Besseres zu tun, als die ganze Zeit hoch und runter zu rennen, aber naja. So, dann brauchen wir erstmal mal so Treppchen. Dafür brauchen wir erstmal Wooden Planks. Mache ich mir einfach mal ein paar irgendwie halt, dass es passt. So. Und dann, wie viel brauchen wir denn? Ach komm, ich mache einfach mal 20. Schattentürz näht. So, jetzt müssen wir noch wissen, wo sie liegen. Wahrscheinlich hatten wir eh noch an die 100 Stück dabei. Ja, das stimmt leider sogar. Shit. Mann, Penner, Alter. Nichts als Penner. Oder baue ich vielleicht tatsächlich nur hier das Stückchen raus? Hoppala. So, und dann heben wir hier unten einfach mal systematisch aus. Also systematisch heißt einfach wild drauf los. Ach, Kiwisamen haben wir gefunden, ne? Ist ja auch schön. So, dann können wir hier unten einfach den ganzen Müll lagern. Dann müssen wir nicht unseren Schiffslagerraum voll lagern. Können wir uns ja irgendwo auch noch irgendeine modernere Basis bauen. Ich meine, das hier ist ja nur so Gemütlichkeitshäuschen, irgendwie sowas. Ich denke, bis hier ist es dann auch genug. Hintergrund können wir ja dann noch mit rausschmeißen. Mann, es tut sich ja nichts. Ist ja nicht so, als ob dann unser Keller zusammenfallen würde oder sowas. Lagerkeller, Lagerkeller, Lagerkeller. Keine Ahnung, was ich da die ganze Zeit wieder rumscheiße, keine Ahnung. Boah, Mann, ich kann's reden nicht mehr. Oh Mann, na egal. Also einfach hier freischaufen. Dann können wir hier die ganzen Materialien auch mal lagern. Das ganze Zeug, was wir sammeln, von dem ich mich einfach nicht trennen kann. Ja, ja, ist auch wie in der Realität. Ich habe da wirklich noch Briefe von vor 2 Jahren rumliegen. Naja, nicht, naja. Vielleicht sogar vor 5 Jahren irgendwelche Briefe. Ich kann mich von sowas irgendwie einfach nicht trennen. Ich haust dann irgendwelche Schübe rein. Verdrängt es, dass die da drin liegen. Und dann, ja, pff. Aber mal, wenn ich dann aufräumen will, dann habe ich den Salat. Naja, wahrscheinlich noch mehr als einen, aber naja. Das ist halt so ein bisschen... Ich meine, Ordnung wird ja sowieso vollkommen überbewertet. Ein richtiger Profi findet sich im größten Chaos zurecht. Ja. Egal, was alle sagen. Chaos ist das Beste, weil man muss nicht suchen. Da findest du. Manchmal richtige Schätze. Ja. Was ich da manchmal aus meinen alten Schüben ziehe, ist ja auch irgendwie übel. Naja. Gut, darüber will ich nicht reden. Das sind Dinge, die man sich lieber jetzt nicht so vorstellt. Yeah.